Der Flughafen München, das Drehkreuz des Südens. In Stoßzeiten bis zu 90 Starts und Landungen pro Stunde. Akkordarbeit im Tower. Das zu koordinieren und zu steuern, ist eine sehr anspruchsvolle Arbeit, die dann auch ein Stück weit Stress ist. Ein Airbus A340 kurz vor dem Start. 80 Tonnen Kerosin müssen in die Tragflächen. Ich bin im ständigen Kontakt mit dem Cockpit, dass ich im Notfall auch eingreifen könnte und den Tankvorgang stoppen könnte. Alarm im Terminal, ein herrenloser Rucksack. Einsatz für die Spezialeinheiten der Bundespolizei. Wenn nun irgendwas Verdächtiges festgestellt wird, dann wird der Inhalt mit dem Wassergewehr aufgeschossen bei den Schärfen. Massenabfertigung. 70.000 Koffer pro Tag. Und hinter den Kulissen in der Gepäcksortieranlage der Zoll. Suche nach Schmuggelware mit dem Röntgengerät. Bei dem Rundlichen, da könnte es sich um einen Crusher handeln. Das ist ein Gerät zum Kleinmachen von Marihuana. Da könnte jetzt der Verdacht nahe sein, dass die Person selber noch Marihuana dabei hat. Begleitschutz für den Giganten der Lüfte auf seinem Weg zur Parkposition. Ein Vorfeldmeister muss darauf achten, dass der Airbus A380 mit seinen riesigen Tragflächen nirgends aneckt. Das neue Terminalgebäude, für Passagiere nur unterirdisch erreichbar, mit einer U-Bahn, ohne Fahrer. Und die First Class Lounge, Luxus wie im Fünf-Sterne-Hotel. Für Vielflieger und Passagiere der ersten Klasse kostenlos, inklusive Limousinen-Shuttle zum Flugzeug. Der Flughafen München Franz Josef Strauß. Mit 31,6 Millionen Passagieren pro Jahr ist er nach Frankfurt am Main der zweitgrößte Flughafen Deutschlands, der neuntgrößte in Europa und einer der 40 größten weltweit. Rund 90 Fluggesellschaften verbinden ihn mit 210 Destinationen in 63 Ländern. Starts und Landungen finden hier im Minutentakt statt. Pro Tag gibt es rund 780 Flugbewegungen. Der Flughafen im Erdinger Moos, rund 20 Kilometer nördlich von München, ist ein enormer Wirtschaftsfaktor für die Region. Mehr als 30.000 Menschen arbeiten allein am Airport in verschiedenen Firmen. Der Arbeitsplatz von Manfred Eberl ist das Vorfeld. Der 39-Jährige ist Ramp Agent. Gerade bereitet er sich auf die Ankunft einer Interkontinentalmaschine aus dem kanadischen Montreal vor. Schritt 1, die Kontrolle des Rollweges zur Parkposition. Die Position bin ich jetzt abgegangen, um nach Fremdteilen zu suchen, um zu vermeiden, dass das Flugzeug in irgendeiner Weise beschädigt wird. Es könnte sein, dass diese Teile vom Triebwerk angesogen werden oder eben den Reifen zerstechen, und das wollen wir vermeiden. Die Maschine aus Montreal ist ein Airbus A330-300 und mit 226 Passagieren an Bord fast komplett ausgebucht. Sobald der Airbus seine Parkposition erreicht hat, werden Bremsklötze unter die Reifen gelegt. Dann stöpselt sich Manfred Eberl in die Sprechverbindung mit dem Cockpit ein. Ich habe jetzt den Kapitän begrüßt, habe ihm mitgeteilt, dass die Bremsklötze an den Fahrwerken liegen und er somit die Bremse wieder lösen kann, um es zu vermeiden, dass die Bremsbacken irgendwie verkleben. Denn beim Landevorgang werden die Bremsen doch relativ heiß. Und nachdem der Kapitän die Bremse wieder gelöst haben, bekommt die Bodencrew von mir das Okay, dass sie das Abfertigungsequipment an die Maschine ranfahren können. Die Gatefinger zum Aussteigen dürfen schon andocken. Die Bodenfahrzeuge müssen noch warten. Das Flugzeug muss natürlich abgesichert werden. Hierfür setzen wir die Pylonen einmal hier direkt vor den Triebwerken und natürlich auch an den Flügelspitzen draußen, einfach um herumfahrenden Fahrzeugen zu signalisieren, hier ist was, bitte aufpassen. Man kann leicht etwas beschädigen, wenn jemand dagegen fährt. Das wird teuer, das wollen wir nicht. Jetzt werden die leeren Essensbehälter abgeholt und die Frachtcontainer entladen. 27 sind es insgesamt auf dieser Maschine. Beim Entladen hat Manfred Eberl eigentlich nur eine wichtige Aufgabe. Nach Ende der Ausladung gehe ich kurz durch den Laderaum und check, ob irgendwelche offensichtlichen Schäden vorhanden sind, ob auch wirklich alles ausgeladen ist. Und wenn alles passt, dann gehe ich wieder.
Würde nicht alles passen, müsste Manfred Eberl Meldung an den Kapitän bzw. an die Lufthansa-Techniker machen. Hier haben wir noch den Toilettenservice. Jeder muss mal auf einen Langstreckenflug. Und die Kollegen hier, die nehmen das Schmutzwasser auf, spülen den Tank aus und nehmen das Ganze mit. Das wird hier entsorgt. Und später kommt dann ein anderes Fahrzeug, der füllt das Ganze mit Frischwasser wieder auf. Für Ramp Agent Manfred Eberl ist jetzt Schicht an diesem Flugzeug. Er macht sich auf den Weg zu einer Maschine, die in Kürze abfliegen soll, während hier noch das restliche Gepäck der Passagiere abtransportiert wird. Die warten im Terminal an der Gepäckausgabe auf ihre Koffer. Manche müssen sich dabei allerdings etwas länger gedulden. Denn hinter den Kulissen, wo das Gepäck vom Vorfeld angeliefert wird, kontrolliert der Zoll. An einigen Gepäckbändern sind Röntgengeräte installiert. Und auf eines dieser Bänder lassen sich Zollsekretär Marc Mittermeier und sein Kollege Thomas Meister das Gepäck aus speziell ausgewählten Maschinen aufladen. Zum Beispiel Südamerika, Brasilien, da schauen wir natürlich mehr auf Drogen. Die USA, China, da schauen wir eher auf Elektronik oder Steuerliches, Markenfälschung zum Beispiel, Klamotten, Laptops, neue iPhones. Solche Dinge wie verbotene Waffen, worunter jetzt Schlagstöcke, Reizstoffsprühgeräte, Schlagringe, Butterfly-Messer, Springmesser fallen, kommen oft aus Rumänien, Tschechien, da es dort frei verkäuflich ist. Hauptsächlich wird das von Jugendlichen eingeführt, da es einfach schön aussieht, cool ist. Und die nehmen das eben hauptsächlich aus diesen Ländern mit. Momentan laufen Gepäckstücke durch das Röntgengerät, die aus einer Maschine aus New York kommen. Der Inhalt der Koffer und Rucksäcke erscheint auf dem Monitor in verschiedenen Farben. Zum Beispiel alles, was orange dargestellt wird, ist organisches Material, zum Beispiel Lebensmittel zum Beispiel oder Klamotten. Alles, was bläulich dargestellt wird, ist metallische Struktur. Und die einzige andere Farbe, die es noch gibt, ist grünlich. Das ist Plastik, Glas, Porzellan, alles in dem Bereich. Selbstverständlich lässt sich auch was verstecken. Zum Beispiel hinter einem Gestänge wäre es sehr gut möglich, was Metallisches hinzulegen, weil das Gestänge selber metallisch ist. Wir hatten letztens einen Fall, wo ein Butterfly-Messer hinter das Gestänge geklebt wurde. Es war sehr schwer zu sehen. Im Gegensatz zu dem Messer in diesem Koffer links. Allerdings sieht man schon von hier aus, dass es sich um ein Einhandmesser handelt. Sprich, komplett erlaubt. Kein Springmesser oder Butterfly-Messer, die verboten wären. Hier ein ganz normales Taschenmesser. Jetzt kommen Koffer und Rucksäcke aus Amsterdam. In den Niederlanden werden weiche Drogen toleriert. Sie sind bis zu 5 Gramm pro Tag und Person frei verkäuflich. Zöllner Marc Mittermeier hat einen ersten Verdachtsfall. Bei dem Gegenstand hier, bei dem rundlichen, da könnte es sich um einen Crusher handeln. Das ist ein Gerät zum Kleinmachen von Marihuana. Sprich, da könnte jetzt der Verdacht nahe sein, dass die Person selber noch Marihuana dabei hat. An der Gepäckausgabe hält Marc Mittermeier Ausschau nach dem Besitzer des Rucksacks. Das muss unauffällig geschehen, denn sollte der vermeintliche Drogenschmuggler Lunte riechen, könnte er einfach ohne seinen Rucksack verschwinden. Ich warte jetzt darauf, dass die Person ihren Rucksack nimmt. Sobald ich weiß, welche Person es ist, begebe ich mich zum grünen Ausgang, um dort die Person der zollamtlichen Kontrolle zu unterziehen. Der Verdächtige scheint von der Observation nichts gemerkt zu haben und nimmt sich seinen Rucksack. Marc Mittermeier postiert sich am nächstgelegenen grünen Ausgang für Personen, die nichts zu verzollen haben. Doch der Mann läuft einfach vorbei, und zwar Richtung Toilette. Möchte er etwa Drogen verschwinden lassen? Doch dazu bekommt er keine Gelegenheit. Marc Mittermeiers Kollege hat ihn noch vor der Toilette abgefangen. Jetzt geht es für den Spanier ab zur Durchsuchung. Anything to declaration? Ich glaube nicht. No, not do you think? Cigarettes, Alkohol? Zigaretten. How much? Eine Packung. One pack. Okay, drugs? Drogen? Nein. No? Marihuana? Nein. Unter dem Laptop findet der Zöllner Zigaretten. So just this pack? Der Schnuppertest? Negativ. And no drugs in Amsterdam? Keine Drogen. Ich habe keine bei mir. So you use it in Amsterdam, but not carry with you right now the drugs. You use something? Maybe. Kann sein, maybe, ja. Die Zöllner finden im Rucksack zwar den Crusher, also die Mühle zum Zerkleinern von Marihuana, das war's aber auch. Im Gepäck selber war nichts drin, auch an der Person hat er selber nichts dabei gehabt. Er hat zugegeben, dass er in Amsterdam konsumiert hat. Er hat auch dort die Crusher gekauft.
allerdings nichts mitgenommen. Von dem her von unserer Seite überhaupt kein Problem. Doch dass über den Flughafen so ziemlich alles geschmuggelt wird, was in einen Koffer oder ein großes Paket passt, zeigt sich in der Asservatenkammer des Zolls. Für mich persönlich das erschreckendste und grauenhafteste Exemplar ist dieses Löwenbaby. Und ich stelle mir halt immer vor, wenn das in der freien Natur noch leben würde, wäre es viel besser aufgehoben, als irgendwo in der Vitrine zu verstauben. Das sind wirklich Waren, die Leute im Urlaub kaufen, sind in Urlaubslaune. Also dieser Kaiman hat im Herkunftsland vermutlich so um die 15 Euro gekostet. Der Händler vor Ort sagt vielleicht, ah, überhaupt kein Problem, nehmen Sie mit. Das war ein Pärchen, die kamen aus Südamerika und wir haben das bei einer Kontrolle entdeckt und haben die Ware abgenommen und sie mussten eine Strafe in Höhe von mehreren hundert Euro begleichen. In diesem Regal stehen Markenfälschungen. Viele davon in großen Stückzahlen. Sie sollten in Deutschland verkauft werden. Von der Qualität her meist unterirdisch. Wie dieses Handy. Also, wenn man sich das jetzt mal anschaut, und hier gibt es sogar eingebaute Antenne. Ich glaube, im Original, hoppala, da geht es gleich kaputt, wenn ich das rausziehe. Das ist wirklich Schrott. Also, wenn man es ein-, zweimal nutzen würde, dann ist es kaputt. Und obendrein ist der gewerbliche Import auch strafbar. Das Vorfeld des Terminal 2. Dieser Airbus A340-600 soll in knapp 1,5 Stunden Richtung Delhi abheben. Ramp-Agent Manfred Eberl muss die Maschine fertig machen zum Abflug. Als erstes checkt er die Wasserstandanzeige. 800 Liter soll der Flieger laut Planung insgesamt mitführen, für 262 Passagiere und die Crew. Wir haben eine bestimmte Menge an Trinkwasser an Bord. 62,5% sollten voreingestellt sein. Das kontrolliere ich hier, das ist auch eingestellt. Somit kann der Wasserfahrer unten den Tank einfach auffüllen und es endet automatisch bei den 62,5%. Somit wird sichergestellt, dass wir nicht unnötig Wasser und Gewicht durch die Gegend fliegen. Denn jedes Kilo mehr an Bord bedeutet einen höheren Kerosinverbrauch. Der Treibstoff für die Maschine kommt aus unterirdisch verlegten Tankleitungen und wird über einen Pumpwagen in die Tanks der Maschine geleitet. 3.100 Liter Kerosin fließen hier pro Minute durch die Leitungen des Flugzeugs. Mit der Betankung habe ich relativ wenig zu tun, außer es sind schon Passagiere an Bord oder es wird bereits zugestiegen. Dann habe ich dafür Sorge zu tragen, dass die Notausgänge außen freigehalten werden. Bin im ständigen Kontakt mit dem Cockpit, dass ich im Notfall auch eingreifen könnte und den Tankvorgang stoppen könnte. Knapp 15 Minuten dauert der gesamte Vorgang. Dann sind für den Flug nach Delhi rund 80 Tonnen Kerosin in den Tanks. Der nächste Punkt, den Ramp-Agent Manfred Eberl abarbeiten muss, ist die Verladung der Fracht. Zusätzlich zum Gepäck der Passagiere sollen nämlich noch einige Paletten mitgenommen werden. Ich habe jetzt erstmal kontrolliert, stimmt die Fracht mit unserer Ladeplanung überein? Habe ich die richtige Palette vor mir? Ist die Palette richtig gesichert? Also sind die Netze über der Palette straff genug? Stimmen die Gewichte? Und ist der allgemeine Aufbau so in Ordnung? Kann die Palette so verladen werden? Das ist mein Check. Nach dem Okay von Manfred Eberl kann die Palette in den Laderaum des Airbus A340-600 verfrachtet werden. In diesem Fall in den vorderen. Die Verladung der Fracht erfolgt nach einem genauen Plan, damit das Gewicht optimal im Flugzeug verteilt wird. So, die Paletten müssen wir jetzt natürlich entsprechend sichern. Dafür haben wir extra sogenannte Loks im Laderaum. Die müssen jetzt nur noch hochgestellt werden. Somit ist ein Verrutschen der Paletten während des Fluges nicht mehr möglich. Wenn was verrutscht, könnte natürlich das Flugzeug Schaden nehmen. Nehmen wir an, es wäre nichts weiter im Laderaum. Die Palette rauscht beim Bremsvorgang nach vorne und bringt das Flugzeug somit aus dem Gleichgewicht. Das möchten wir nicht haben. Nachdem alle Paletten und Container verladen und die Hubfahrzeuge abgezogen sind, überwacht der Ramp-Agent noch, dass der vordere Frachtraum auch richtig verschlossen wird. Dann begibt er sich zum hinteren Laderaum, denn in dem wird heute eine ganz spezielle Fracht transportiert. Für die Sicherheit am Airport sorgt die Bundespolizei. Verteilt auf 4 Wachen sind hier insgesamt 1.200 Beamte im Schichtdienst tätig. Alicia Bauer und Fabian Reinders sollen zunächst Passkontrollen bei der Einreise durchführen. Auf dem Weg in den Sicherheitsbereich entdeckt die Polizeimeisterin einen offenbar herrenlosen Rucksack.
Auch die beiden Frauen, die in der Nähe sitzen, wissen nicht, wem das Gepäckstück gehört. Zumindest ist klar, woher der Besitzer gekommen ist. Von der Dubbelmaschine. Mhm. Ich frage mal draußen kurz, bleibst du hier? Ja. Ja, ist halt ein Problem, wenn am Flughafen Gepäckstücke stehen gelassen werden. Wir wissen nicht, wem es gehört, was da drinnen ist. Stellt halt dann auch eine Gefahr dar, könnte ja irgendwas Gefährliches drin sein. Und deswegen muss jetzt erstmal ermittelt werden, wem das Gepäckstück gehört. Wir sehen jetzt, es ist ein Emirates-Label drauf, das heißt wahrscheinlich mit der Dubbelmaschine angekommen. Und jetzt muss halt erstmal nachgefragt werden. Auch Fabian Reinders Befragung der Personen vor dem Gebäude hat nichts ergeben. Jetzt werden erste Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet. Könnten Sie bitte in die Richtung weitergehen und irgendwo Platz nehmen? Danke. Entschuldigung, Sie müssen einmal den Bereich kurz verlassen, ja? Der Besitzer des schwarzen Rucksacks stehen gelassen bei Ankunft C wird und wird zu seinem Eigentum gebeten. The owner of the black backpack. Den Bereich um den Rucksack sperren die Bundespolizisten jetzt ab. Inzwischen ist auch der Einsatzleiter am Fundort eingetroffen. Jetzt werden die Spezialkräfte angefordert. Meine Dienstgruppenleitung funkt gerade mit unserer Leitstelle. Und dann werden die Hunde angefordert, also die Suchhunde. Und ich denke mal auch den Schärfer. Und die suchen dann das Gepäckstück noch mal ab und entscheiden dann, was gemacht wird. Knapp 5 Minuten später ist der Hundeführer da. Sein Schäferhund ist speziell auf das Erschnüffeln von Sprengstoff trainiert. Ein paar Sekunden Schnüffeln reichen schon. Der Hund hat mir nichts angezeigt. Das heißt, er hat sich ganz normal verhalten. Das Anzeigeverhalten wäre in Form von Ablegen oder Hinsetzen. Also passiv. Doch allein auf die Nase des Hundes können sich die Polizeibeamten nicht verlassen. Ein Experte durchleuchtet den Rucksack noch. Wenn irgendwas Verdächtiges festgestellt wird, dann treffen die Entschärfer weitere Maßnahmen, sprich wir erweitern erstmal die Absperrung und dann wird der Inhalt mit dem Wassergewehr aufgeschossen von den Entschärfern. Weil wenn da spezielle Zünder drin sind, kann man die mit dem Wassergewehr unterbrechen. Das Ergebnis der Durchleuchtung? Fehlalarm. Im Rucksack sind nur ein paar Nahrungsmittel für die Reise, ein Adapterstecker, ein Buch und eine Handcreme. 99%, sage ich mal, werden Sachen einfach vergessen oder liegen lassen. Die Besitzer melden sich dann meistens später, manchmal sogar während der Maßnahme noch, und werden die darüber belehrt. Und wir räumen jetzt die Sachen wieder ein, übergeben das im Terminaldienst, dann wird es zum Lost and Found gebracht und da können die Leute das wieder abholen. Eine Strafe droht den Vergesslichen nicht, obwohl ihre Nachlässigkeiten Vater Staat eine Menge Geld kosten. Alicia Bauer und Fabian Reinders können sich jetzt ihrer ursprünglichen Aufgabe widmen, den Passkontrollen bei der Einreise aus Nicht-Schengen-Ländern. Es gibt da verschiedene Punkte, worauf man achten muss. Einmal, dass man schon während die Person in der Schlange steht, mal schaut, wie verhält sie sich, ist sie aufgeregt. Dann nimmt man den Pass in Augenschein. Und dann kontrolliert man die Person. Ist das die Person, die vor einem steht? Danach wird die Person mit dem Fahndungssystem abgeglichen. Und anschließend kontrolliert man die Einreisevoraussetzung. Ja, also man kontrolliert halt, hat sie ein Visum, braucht sie ein Visum, wie lange darf sie bleiben, solche Sachen. Die ersten Kontrollen verlaufen problemlos. Doch dann kommt ein Pärchen an die Reihe, das die beiden Beamten eine Weile beschäftigen wird. Neben dem Terminal 2 des Münchner Flughafens befindet sich der Sitz der Vorfeldaufsicht. Andreas Bunner und seine Kollegen sind für die Sicherheit aller Verkehrswege im nicht öffentlichen Bereich zuständig, mit Ausnahme der Start- und Landebahnen, eine Art interne Verkehrspolizei also. Der Flughafen München hat seine eigenen Verkehrsregeln. Die müssen eingehalten werden, weil es ist ja sehr viel Verkehr und der starke Wettbewerb führt dann auch dazu, dass zum Beispiel Caterer oder Cleaningfirmen wenig Zeit haben und natürlich auch immer in Eile sind. Das darf er dann aber nicht auf Kosten der Sicherheit gehen. Deswegen sind wir dann auch dafür da, dass wir die Verstöße ahnden, wenn es zu Verstößen kommt. Und das werden wir jetzt hier auch machen. Ich rufe jetzt meinen Kollegen hinzu und wir werden dann die Geschwindigkeit kontrollieren. Cem? Ich werde dann bereit auf der 261 bzw. 263. Im Sicherheitsbereich gilt Tempolimit 30. Mit seinem Kollegen Cem Dülger baut Andreas Bunner das geeichte Laser-Messgerät auf.
Schon nach 3 Minuten der erste Treffer. 57 km/h, also 27 zu schnell. Doch der Fahrer scheint das Anhaltezeichen nicht gesehen zu haben. Die Vorfeldmeister müssen ihm hinterher. Vorfeldaufsicht, servus. 57 bei erlaubten 30. Der Fahrer muss seinen Flughafenausweis und seinen Vorfeldführerschein vorlegen. Eine Geldbuße gibt es für den Verstoß nicht. Der Flughafen hat sein eigenes Sanktionssystem. Er ist jetzt 57 gefahren. Das heißt, er ist 27 zu schnell über der offiziellen Geschwindigkeit hier im Flughafen. Normal draußen in der Ortschaft wäre jetzt den Schein los und hier gibt es dafür 4 Punkte. Wer 12 interne Punkte angesammelt hat, muss zur Flughafen-Führerschein-Nachschulung und die auch selbst bezahlen. Sie kostet rund 300 Euro. Vorfeldmeister Andreas Bunner muss das Blitzen abbrechen. Er hat einen Funkspruch reinbekommen. Bei einer Flugzeugparkposition soll es Probleme geben. Da vorne steht Abfertigungsgerät, also stört definitiv. Mehrere Gepäckanhänger und eine Fahrgasttreppe könnten das Abfertigungsprozedere behindern. Jetzt sind wir hier auf der Position 115 Bravo. Hier ist die Einrollleitlinie, wo das Flugzeug reinrollt. Das Problem dabei? Flieger steht schon da, Zeug steht im Weg, Flieger kann nicht reinrollen. Flieger muss draußen warten, ist schlecht. Sowas geht nicht. Andreas Bunner ruft das zuständige Bodenpersonal an. Vorfeldaufsicht, Andreas, servus. 115 Bravo, da sind von euch Gepäckwegen und ein Förderband, die sind sehr nah an der Einrollleitlinie. Die müssten umgehend entfernt werden. Danke dir, ciao. Die Vorfeldmeister sind nicht nur für falsch abgestelltes Gerät und Verkehrsverstöße zuständig, sie rücken auch an bei Unfällen und technischen Problemen. Außerdem halten sie Ausschau nach Verunreinigungen auf den Fahr- und Rollwegen, nach Ölspuren oder Gegenständen, die von den Triebwerken der Flugzeuge angesaugt werden könnten. An einer Andockstation entdeckt Andreas Bunner einen Müllsack. Der könnte zum Sicherheitsrisiko werden. Sehr einfach nachzuvollziehen, wo der herkommt, weil der schon draufsteht, die Airline. Da werde ich jetzt das Catering das entsprechende anrufen. Muss halt jetzt weggeräumt werden. Vor allem im Sommer muss er da schnell sein, weil da auch verderbliche Sachen drin sind und Speisereste, die dann halt anfangen zu stinken. Und auf Außenposition kommen dann auch recht schnell Krähen oder Raben und reißen die Säcke auf und verteilen das. Und muss man halt schauen, dass es schnellstmöglich dann entfernt wird. Denn Flugzeugtriebwerke könnten die Verpackungen ansaugen und Schaden nehmen. Vorfeldaufsicht, Andreas, servus. 216 liegt neben der gelben FOD-Tonne noch ein Sack Kabinenmüll. Den bitte abholen. Dankeschön. Ciao. Es ist kurz nach Mittag. Der Vorfeldmeister hat jetzt einen täglich wiederkehrenden Termin. Er muss zur Landebahn. Aus Dubai kommt der Airbus A380. Er hat eine Spannweite von rund 80 Metern und solche Dimensionen hat man damals in den 1980er Jahren beim Bau des Flughafens München noch nicht eingeplant. Andreas Bunner muss jetzt Funkkontakt mit dem Piloten aufnehmen. Jetzt ist für Andreas Bunner Wing-Watching angesagt, also Tragflächenbeobachtung. Das verlangen die Vorschriften der Europäischen Flugsicherheitsbehörde. Der Vorfeldmeister muss darauf achten, dass der A380 auf der Terminalseite mit der Tragfläche nichts abräumt. Solche Unfälle sind auf anderen Flughäfen schon vorgekommen, denn der Pilot kann aus dem Cockpit heraus gar nicht sehen, wie weit die Tragflächenenden von Hindernissen entfernt sind. Erst wenn der A380 seine endgültige Parkposition erreicht hat, endet die Überwachung. In 3 Stunden muss der Vorfeldmeister den Giganten der Lüfte wieder zur Startbahn geleiten. Der Flughafen München Franz Josef Strauß ist einer der jüngeren in Deutschland. Seit 1939 war München Riem der internationale Flughafen der bayerischen Landeshauptstadt.
Er hatte zuletzt eine Kapazität von nur 12 Millionen Passagieren pro Jahr und konnte aufgrund seiner innenstadtnahen Lage nicht erweitert werden. Als Standort für einen Neubau wurde 1969 das Erdinger Moos zwischen den Kreisstädten Freising und Erding auserkoren, was eine Protestwelle von Tausenden von Anwohnern, Bürgerinitiativen und Umweltschutzverbänden auslöste. Nach fast endlosen Rechtsstreitigkeiten begannen 1980 die Bauarbeiten für den neuen Flughafen. Der Grundwasserspiegel musste weiträumig durch ein Drainagesystem abgesenkt werden, um die Frostsicherheit der Start- und Landebahnen zu gewährleisten. Angenehmer Nebeneffekt der Absenkung, die in der Region häufig auftretende Nebelbildung wurde deutlich reduziert. Fast 12 Jahre zog sich der Bau des Flughafens mit dem damaligen Namen München 2 hin. Statt der ursprünglich geplanten 2,6 Milliarden D-Mark kostete der Bau am Ende rund das Dreifache, 8,5 Milliarden D-Mark. Der 16. Mai 1992. Im Erdinger Moos landen die ersten Passagierflugzeuge, die am nächsten Tag nach Erteilung der Betriebserlaubnis vom neuen Airport abfliegen wollen. Der Flughafen München-Riem ist jetzt endgültig Geschichte. Riesige Konvois machen sich auf den Weg vom alten Flughafen zum Neubau, wo die letzten Vorbereitungen für den Flugbetrieb am nächsten Tag laufen. Am 17. Mai 1992 ist es dann soweit. Um 5.59 Uhr morgens startet die erste Maschine, eine Boeing 747 vom neuen Münchner Flughafen. 42.000 Passagiere starten und landen bereits an diesem ersten Tag. Doch schon wenige Jahre später ist klar, die Kapazität eines Terminals reicht für die zu erwartenden Passagierzahlen nicht aus. Das Terminal 2 wird errichtet und geht 2003 in Betrieb. Der Flughafen Franz Josef Strauß hat international Maßstäbe gesetzt beim Flughafenbau. Der 78 Meter hohe Tower zum Beispiel, der an der breitesten Stelle 25 Meter misst. Das Novum bei ihm, die Fenster der Glaskanzel sind um 15 Grad nach außen geneigt, um für die Piloten störende Lichtreflexionen zu verhindern. Im unteren Ring des Towers befindet sich die Vorfeldkontrolle für das Terminal 1. Die Mitarbeiter hier sind Angestellte der FMG, der Flughafen München GmbH. Sie übernehmen die gelandeten Flugzeuge von den Fluglotsen, sobald die Maschinen die Rollbrücke zum Vorfeld erreichen. Je nach Verkehrslage werden die Piloten auf der blauen oder der orangenen Linie zur richtigen Parkposition dirigiert. Zulu, Taxi Charlie 1, November 2. Wenn die Flugzeuge von der Parkposition zur Startbahn wollen, werden sie von der Vorfeldkontrolle geleitet. Von hier erfolgt das Kommando für den sogenannten Pushback, das Zurückschieben der Maschine. Rund 780 Flugbewegungen pro Tag müssen koordiniert werden, davon allein 300 am Terminal 1. Hallo. Servus, Mimi. Wir haben bei uns den Umstand, dass wir auf beiden Pisten starten und landen. Und weil das so ist, kommen die Flugzeuge von beiden Richtungen in das Vorfeld rein und müssen auch in beide Richtungen aus dem Vorfeld wieder rausrollen. Und da kann es dann schon mal sein, dass 10, 12 oder gar mehr Flugzeuge sich zur gleichen Zeit auf den Vorfeldern bewegen. Und das zu koordinieren und zu steuern, ist dann eine sehr komplexe und recht anspruchsvolle Arbeit, die dann auch ein Stück weit Stress ist. In der breitesten Stelle des Towers ist die Flugwetterwarte des Deutschen Wetterdienstes untergebracht. Von hier bekommen Piloten, Fluglotsen und Flughafenmitarbeiter, die auf dem Vorfeld tätig sind, das aktuelle Wetter übermittelt. Über den gesamten Flughafen verteilt gibt es unterschiedliche Messstationen, deren Werte hier einlaufen. Temperatur, Luftdruck und Sichtweite sowie Wolkenuntergrenze, Windstärke und Windrichtung. Aus den Daten, die diese Messstationen liefern, erarbeiten die Mitarbeiter des Wetterdienstes alle halbe Stunde einen sogenannten META, einen Meteorological Aerodrome Report. Der Wind ist 140 Grad mit 4 Knoten. Der variiert von 70 Grad bis 190 Grad. KVOC heißt Clouds and Visibility OK, das heißt, dass die Sicht über 10 Kilometer ist, die Wolken über 5000 Fuß und es sind keine aktuellen Wettererscheinungen wie Regen, Gewitter oder ähnliches. Dann haben wir eine Temperatur von 23 Grad über einen Taupunkt von 13 Grad.
Taupunkt ist die Temperatur, bei der Nebel entstehen würde, wenn jetzt die Temperatur plötzlich fallen würde. QNH ist ein Luftdruck. Und der ist wichtig bei der Luftfahrt für die Einstellung der Höhenmesser. Doch die Mitarbeiter der Wetterwarte verlassen sich nicht nur auf Instrumente. Regelmäßig machen sie einen Rundgang, um einen eventuellen Wetterumschwung frühzeitig erkennen zu können. Wir benutzen hier zum Beispiel den Schlot von Zolling als Sichtmarke. Der ist in 11 Kilometer Entfernung. Und wenn die Sicht unter 8 Kilometer geht oder unter 10, dann melden wir das bereits im Meter. Der Dom zum Beispiel, der ist in 6 Kilometer Entfernung und rechts daneben ist eine Kirche, die ist in 5 Kilometer. Wenn die Sicht darunter geht, muss ich ein Special Weather machen, das wir dann zwischen den Meters abschicken, damit die Piloten wissen, die Sicht wird schlechter oder ist schlechter. Unter 1000 Meter haben wir Nebel und 1000 Meter ist zufälligerweise gerade der Besucherhügel entfernt. Aus der Wetterwarte wird nur das Ist-Wetter gemeldet. Für Prognosen ist die Luftfahrtberatungszentrale Süd des Deutschen Wetterdienstes zuständig. Hier werden Berichte erstellt für die allgemeine Luftfahrt, die Sportfliegerei, die Polizei und Rettungsdienste. Rund um die Uhr besetzt ist die Position des Flugwetterberaters vom Dienst. Der erstellt Wettervorhersagen für die nächsten 36 Stunden. Wir erwarten heute, dass eine Kaltfront von Nordwesten nach Norddeutschland hereinkommt, dort Regen bringt. Und im Vorfeld werden in diesen Wolken einzelne Schauer und Gewitter erwartet und eine Windzunahme. Das verursacht dann Turbulenzen und aktuell treten schon so ein bisschen Turbulenzen auf. Die werden sichtbar durch diese Streifen hier bei diesen Wolken. Und das ist etwa unterhalb Flight Level 70. Flight Level 70 heißt etwa 2,5 Kilometer Höhe. Der Flughafen München ist einer der modernsten Airports überhaupt. 2015 wurde er zum ersten 5-Sterne-Flughafen Europas gekürt. Eine Auszeichnung, die als der Oscar der Luftfahrt gilt. 2022 wurde er zum 7. besten Flughafen der Welt gewählt. Die Kriterien? Vereinfachte Abläufe entlang der gesamten Reisekette, eine für die Passagiere klare Beschilderung und Wegführung, außergewöhnliche Servicequalität, modernstes Ambiente und großer Komfort, Sauberkeit in allen Bereichen und größtmögliche Sicherheit. Zurück bei der Passkontrolle. Die beiden Bundespolizisten Alicia Bauer und Fabian Reinders prüfen gerade die Einreiseunterlagen eines Pärchens aus der Türkei. Sie wollen zu einem Firmenmeeting. Do you have a ticket? For the return flight. In die Türkei? Turkey. Yeah. Back to Turkey. Back to Turkey, yes. Can I see it? No. Jetzt? Yeah? No, not here. Ich hab's nicht hier. In your bag. My friends, meine Freunde haben es im Internet gekauft. Have Internet. Mm-hmm. You are here for business, for a meeting, right? Yes. Yeah. So, do you have an invitation letter of the company who invited you? Firma? Yeah. For which company do you work? Which company? Der Herr aus der Türkei zeigt Fabian Reinders eine Telefonnummer. Offenbar hat er kaum etwas verstanden. Der Herr hat ein Visum, ein deutsches Visum für den Schengen-Bereich, das 10 Tage gültig ist. Das Problem ist, dass wir halt jetzt überprüfen müssen, wie lange er wirklich bleibt. Und da der Herr momentan kein Rückflugticket vorweisen kann und auch keine Einladung hat von der Firma, für die er arbeitet, müssen wir das halt warten, bis der Herr das von seinen Freunden geschickt bekommt. Da es erhebliche Verständigungsprobleme gibt, will Fabian Reinders nachschauen, ob sich im Gepäck des Pärchens nicht doch ein Einladungsschreiben befindet und ein Rückflugticket. Inzwischen hat der Passagier aus der Türkei die Firma am Telefon, von der er angeblich eingeladen wurde. Wir haben jetzt das Problem, dass die beiden uns kein Rückflugticket vorweisen können. Ja, und wir bräuchten auch eine Einladung von ihnen. Ja? Wo sind Sie denn jetzt gerade? 10 Minuten sind Sie am Flughafen. Und Sie haben ein Rückflugticket, das Sie uns zeigen können, und Sie haben eine Einladung für die beiden. Beides hat er und beides hat er gerade auch per Mail geschickt. Ja, dann passt es. Okay. Der Fall ist erledigt, das Pärchen darf einreisen. Bei den Einreisekontrollen werden auch immer wieder Pässe vorgezeigt, von denen die Beamten glauben, dass sie gefälscht sein könnten. Diese Pässe kommen dann in die Urkundenprüfstelle der Bundespolizei. Der Arbeitsplatz von Polizeiobermeister Armin Knutti. Den schwedischen Reisepass haben wir eben gerade reinbekommen. Unter dem Mikroskop ist mir halt eben aufgefallen, dass Unregelmäßigkeiten im Lichtbild entstanden sind. Jetzt werde ich mir noch das Spektralanalysegerät anschauen.
den Pass drunter legen und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Im Spektralanalysegerät sind verschiedene Lichtquellen verbaut, mit denen sich bei entsprechender Vergrößerung Fälschungen herausfiltern lassen. Und jetzt sieht man eigentlich sehr schön, dass diese Linien, die eigentlich hier übers Lichtbild gehen müssten, im Bereich des Gesichtsfeldes unterbrochen sind. Hier auch eine Kante, jetzt in der Vergrößerung sichtbar, die darauf schließen lässt, dass eben hier der Lichtbildbereich im Gesichtsbereich im Nachhinein aufgebracht worden ist. Also dieser Reisepass ist durch Lichtbildaustausch verfälscht worden. Pro Woche entdeckt Armin Knutti im Schnitt ein Dutzend solcher oder anderer Fälschungen. Alicia Bauer und Fabian Reinders haben die Passkontrollen beendet und gehen jetzt auf Streife mit Schutzweste, Maschinenpistole und Funkgerät. Wir wurden gerade zum Finnair-Schalter gerufen. Da will eine Person eine Waffe mit ins Ausland nehmen und es wird dann überprüft, ob das alles seine Richtigkeit hat. Hallo. 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 Your passport, please. Thank you, sir. And the document over the weapon. Where's the number of the weapon? Ich denke, die ist hier. Okay, thank you. What is the destination? Finnland. Finnland. Finnland? Yes. Der Herr möchte die Waffe mitnehmen ins Ausland, nach Finnland. Und meine Kollegin hat jetzt gerade seine Personalien überprüft und hat überprüft, ob die Waffe eingetragen ist im europäischen Feuerwaffenpass. Und ja, jetzt müssen wir halt schauen, was dabei rauskommt. Mikko Leitila hat das Gewehr im Urlaub in Österreich gekauft. Es ist für die Jagd in Finnland. In Finnland. What will you hunt? Elche, Weißschwanzhirsche und sowas. White-tail-bugs and that kind of things. So, everything's okay? Okay. Thank you. Thank you, sir. Die Tasche bzw. der Behälter, wo die Waffe jetzt drin transportiert wird, wird jetzt noch von der Dame gelabelt und wird dann zum Sperrgepäck gebracht, weil in den Passagierraum darf die Waffe nicht. Die Beamten folgen dem Finnen noch bis zum Sperrgepäckschalter und stellen sicher, dass er die Waffe auch tatsächlich dort abgibt. Nach 2 Stunden Streife gehen, wieder eine neue Aufgabe für Alicia Bauer und Fabian Reinders. Streife fahren im Sicherheitsbereich des Flughafens. Zuerst auf dem Vorfeld. Es ist in der Vergangenheit schon vorgekommen, dass sich hier Personen aufgehalten haben, die falsche Wege benutzen, um das Flugzeug zu verlassen. Und dann kann es mal vorkommen, dass sich eine Person hier auf dem Vorfeld irgendwo befindet, wo sie eigentlich nicht sein soll. Die Kontrollfahrt führt auch am Außenzaun des Flughafens entlang. Hier checken die Beamten den Maschendrahtzaun nach Löchern. 1,5 Stunden dauert das, denn das Areal ist knapp 16 Quadratkilometer groß. Das Terminal 2 des Flughafens München. Hier werden die Passagiere der Lufthansa und ihrer Tochtergesellschaften abgefertigt. Ein Engpass bei der Abfertigung ist die Personen- und Handgepäckkontrolle. Zu Stoßzeiten staut es sich an den 17 bisher üblichen Kontrollspuren. Abgefertigt werden kann hier immer nur eine Person pro Spur und das Prozedere dauert. Einer der Gründe? Die Passagiere müssen alle Flüssigkeiten aus ihrem Handgepäck nehmen. Erlaubt ist insgesamt nur 1 Liter pro Person in Höchstpackungen von 100 Millilitern. Ausnahmen gibt es nur bei medizinischen und diätischen Flüssigkeiten und bei Babynahrung. Haben Sie ein medizinisches Attest für die Flasche? Nein. Nein. Dann dürfen Sie es leider nicht mitnehmen, weil es über 100 Milliliter beträgt. Was ebenfalls Zeit kostet, die Fluggäste müssen auch Handys, Laptops, Kameras und andere elektronische Geräte auspacken und im Zweifelsfall einschalten. So, dann bitte einmal den Laptop kurz einschalten oder das iPad in dem Fall. Genau, dass wir sehen, dass das auch funktioniert. Und davon müssen wir jetzt einen kurzen Sprengstofftest machen. Ja. Ebenfalls dann von der Tasche, die dazugehörig ist. Und von dem iPad, das nehmen wir dazu. Genau. Bin gleich wieder bei Ihnen. So, genau. Bordkarte und Pass habe ich als Referenz mitgenommen, damit der Passagier jetzt nicht unbeaufsichtigt verschwindet und wir nachvollziehen können, um welchen Passagier es sich gehandelt hat. Solche Kontrollen auf Sprengstoff führen die Mitarbeiter der Luftsicherheitsstelle nur stichprobenartig durch. Entweder per Wischtest oder in einem Testgerät für Flüssigkeiten. Denn die Röntgengeräte, die zweidimensionale Bilder erzeugen, können Sprengstoff nicht entdecken.
Um effektiver kontrollieren zu können, rüstet die Luftsicherheitsstelle am Flughafen München um. Die neuen Kontrollspuren erlauben eine schnellere Abfertigung und sorgen gleichzeitig für mehr Sicherheit. Hier müssen die Passagiere nichts auspacken, weder Elektrogeräte noch Flüssigkeiten, die hier nicht auf einen Liter pro Person begrenzt sind. Und statt nur einer Person können vier Passagiere gleichzeitig ihr Handgepäck in Wannen legen und aufs Band schieben. Roland Endlicher von der Luftsicherheitsstelle gibt den Passagieren Hilfestellung. Natürlich, wir kennen alle den Fall, man steht in der Schlange und genau der vor einem ist besonders langsam, hat besonders viel, muss den Gürtel runternehmen, hat viele Schlüssel etc., Bonbonpapier in der Tasche. Den kann man an einer konventionellen Spur nicht überholen. Hier hat man doch jederzeit die Möglichkeit, sich den nächsten freien Platz, man zieht hier einen freien Platz, sich zu suchen und ist sofort dran, zur Kontrolle gehen zu können. Innovativ ist auch die Gepäckdurchleuchtung. Der neue Computertomograph detektiert jedes Handgepäckstück zu 100% auf Sprengstoff und liefert neben den 2D-Bildern auch dreidimensionale Bilder auf die Bildschirme der Operator. Die sind auch hier unerlässlich. Wir haben ja nur eine automatische Detektierung auf Sprengstoffe. Es kann da drin aber auch was sein, was sonst uns nicht gefällt. Die Schusswaffe. Die würde das Gerät Sprengstoffdetektion ja nicht sehen. Gepäckstücke, die Computertomograph und Operator als bedenkenlos einstufen, laufen auf die Inordnungsspur. Dort können die Passagiere ihr Handgepäck wieder zu sich nehmen. Wenn Wannen leer sind, erkennt das eine Kamera und gibt den Weg frei zum Sammelschacht. Von hier aus laufen die Wannen durch eine Desinfektionsanlage zurück zum Anfang der Kontrollstraße. Erkennen Gerät oder Operator etwas Verdächtiges, drehen sich die Richtungswalzen und das Gepäckstück geht auf die NIO, die Nicht-in-Ordnung-Spur. Diese ist so von den Passagieren getrennt, dass sie keinen Zugriff mehr auf ihr Gepäckstück haben. Die Gepäckstücke auf der Nicht-in-Ordnung-Spur nehmen die Kontrolleure genauer unter die Lupe. Zuerst schauen Sie sich die Bilder aus dem Computertomographen an. Genau, da haben wir jetzt da die Kamera mit Linse. Kann man das Bild kann man da drehen, das alles anschauen. Da das Telefon, ein paar Kabel. Dann kann man das auch seitlich schneiden, dass man nur die Schichten, die einzelnen, anschauen kann. Wenn was übereinander liegt, dann würde man das sehen, dann hat es mir eine Detektion ausgelöst, das ist die Anlage, also mache ich einen Sprengstofftest. Ein Wischtest, der genauso abläuft wie an den konventionellen Kontrollspuren. Das Ergebnis in diesem Fall negativ. Die großen Vorteile der neuen Kontrollstraßen, die jeweils eine halbe Million Euro kosten, ein Maximum an Sicherheit und eine erhebliche Zeitersparnis für die Fluggäste. 260 Passagiere kann diese Anlage pro Stunde abfertigen. Doppelt so viele wie eine der bisherigen. Der jüngste Anbau am Flughafen München ist das Satellitengebäude für das Terminal 2. In weiser Voraussicht wurde schon lange vor dem Bau unter dem Vorfeld ein Tunnel angelegt. In dem verkehrt jetzt eine U-Bahn, mit der die Passagiere vom Terminal 2 zum Satelliten fahren können und umgekehrt. Es ist jedoch keine ganz normale U-Bahn, denn sie fährt fahrerlos und wird von einer Leitstelle aus ferngesteuert. Die einzelnen Waggons sind voneinander getrennt, und zwar aus einem guten Grund. Wir am Flughafen München wissen, wie alle Flughäfen in Europa zwischen Schengen und Non-Schengen unterscheiden. Auf diesem Bahnsteig steigen Passagiere ein, welche in ein Schengen-Land fliegen wollen. Auf der gegenüberliegenden Bahnsteigseite steigen Passagiere ein, welche in ein Nicht-Schengen-Land fliegen wollen. Weil sich eben diese beiden Passagierströme nicht vermischen dürfen, müssen wir sie in diesem Zug trennen. Der zentrale Platz im Satellitengebäude. Er ist mit seinen Verpflegungsständen von der Anmutung her dem Münchner Viktualienmarkt nachempfunden und zu Stoßzeiten fast ebenso stark frequentiert. Eine wahre Ruheoase dagegen ist die ein Stockwerk höher gelegene First Class Lounge der Lufthansa. Ihr Abflugsgate ist heute G44 direkt am Gebäude. Die Lounge befindet sich direkt hier hinten. Wunderbar, vielen Dank. Sehr gerne.
Unsere First Class Lounge kann von unseren First Class Passagieren als auch von unseren Honsurge-Membern genutzt werden. Die Honsurge-Member benötigen 600.000 Meilen in 2 Jahren, um diesen Status zu erreichen. Und haben dann auch mit einem Economy-Ticket Zugang zur First Class Lounge. Hier können Sie es sich in gemütlichen Sitzecken mit Blick auf das Vorfeld bequem machen. Wer die verbleibende Zeit bis zum Abflug geschäftlich nutzen will, kann sich in einen der Arbeitsräume zurückziehen. Essen und Getränke sind in der First Class Lounge natürlich kostenlos. Im Restaurant haben die Gäste die Wahl zwischen vornehmlich bayerischen Speisen à la carte oder einem reichhaltigen, international ausgerichteten Buffet. Viele unserer Gäste sind Umsteiger, das heißt, die Gäste haben mehrere Stunden Zeit hier in der Lounge. Da werden auch die Schlafkabinen gerne genutzt, um sich auszuruhen, hinzulegen, zu schlafen, und wir wecken die Gäste dann pünktlich zu ihrem Abflug. Die können sich dann, bevor sie boarden, noch in einem der Badezimmer frisch machen. Luxus wie im 5-Sterne-Hotel. Sollte das Flugzeug eines First-Class-Passagiers nicht direkt am Terminal, sondern auf einer Außenposition stehen, sorgt ein Limousinenservice für den Transport dorthin. Das Gedränge in einem der Vorfeldbusse bleibt den First-Class-Passagieren und Vielfliegern erspart. Ramp-Agent Manfred Eberl ist mit der Abfertigung des Airbus A340-600 fast fertig. In wenigen Minuten soll die Maschine Richtung Delhi in Indien starten. Doch vorher muss Manfred Eberl noch eine gefährliche Fracht im hinteren Laderaum kontrollieren. Hier haben wir jetzt Flammable Liquid, RFL, also brennbarer Flüssigstoff. Könnte Farbe sein oder sonstiges. Es muss natürlich besonders gesichert werden. Gefahrgut wird nach bestimmten Vorschriften nur transportiert. Wenn ich jetzt andere Gefahrstoffe habe, die eventuell mit brennbaren Flüssigkeiten reagieren könnten, dann darf ich es natürlich nicht zusammenladen. Das wäre eine dieser Vorschriften, die wir einhalten müssen. Heute haben wir eben nur brennbare Flüssigkeit dabei. Es muss nur speziell gesichert werden gegen jegliche Bewegung. Das haben wir hier, es ist fest angebunden und somit kann nichts schief gehen. Also darf jetzt auch die weitere Ladung in den Frachtraum. Das sind jetzt Decken und Kissen für den Rückflug wieder, um oben unsere Business Class und First Class wieder entsprechend auszustatten. Ist eigentlich nicht meine Aufgabe, es einzuladen, aber man passt schon mal mit an. Nach 1,5 Stunden ist die Fracht verladen. Jetzt kommen die restlichen Koffer der 262 Passagiere an die Reihe. Und über die Andockfinger gehen auch schon die ersten Fluggäste an Bord. Sollte ein Passagier, was wir nicht hoffen, den Flug nicht antreten können, aus Krankheit, aus Verspätung von der vorherigen Maschine oder was auch immer, und sein Gepäck wäre schon zugeladen, würde dieses Gepäckstück natürlich nicht transportiert werden. Der Gast ging nicht durch die Boardingkontrolle, das Gepäckstück wird bei uns im System auf rot gesetzt, also auf nicht transportierbar. Das Ganze sehen unsere Leute hier von Bodenpersonal auf ihrem Display, wo das Gepäck geladen ist, und das Gepäck wird selbstverständlich ausgeladen. Koffer an Bord ohne den Besitzer, aus Sicherheitsgründen ein absolutes Tabu. Zeitplan hin oder her. Leider kommt es öfters vor, dass wir immer wieder Koffer ausladen müssen. Das ist natürlich mit enormen Aufwand verbunden und dadurch entsteht auch die ein oder andere Verspätung der Maschine. Und jede Minute länger am Boden als vorgesehen verursacht zusätzliche Kosten. Bei dem Flieger nach Delhi läuft aber alles nach Plan. Der Pushback-Truck ist auch schon da und Ramp-Agent Manfred Eberl gibt die Ladedaten durch. So, in der 1 haben wir 665 Kilo, in der 2 6619, in der 3 3676, die 4 1760, die 5 960. Also noch 13 Tonnen Spielraum zum maximalen Abfluggewicht von 368 Tonnen. So, wir sind fertig. Alle Gäste an Bord. Flieger ist zu, wir haben alles fertig zugeladen. Jetzt werden die Geräte noch abgezogen und dann kann der Flieger vom Hof. Die Andockfinger legen ab. Der schrille Warnton soll verhindern, dass dabei jemand unter die Räder kommt. Der Rest ist die Aufgabe des Pushback-Trucks. Das über 1300 PS starke Kraftpaket hebt das Flugzeug am vorderen Fahrgestell an und schiebt es auf die Vorfeldrollbahn.
Wieder eine Maschine, die Ramp-Agent Manfred Eberl von seiner heutigen To-Do-Liste streichen kann. Die nächsten Maschinen, um die er sich kümmern muss, rollen bereits an. Auf dem Vorfeld des Flughafens München.